Und es ist 23 Uhr. Die Stunde beginnt. Hefte raus. Hier seid ihr, Chat. Bleibt da. Französisch. Wir beschäftigen uns weiter mit Schacheröffnungen in unserer kleinen Schachschule. Nach nunmehr, ich habe nicht genau gezählt, ich glaube so 7 oder 8 Folgen über hauptsächlich Bau nach E4, Bau nach E5, ist es Zeit, dass wir weiterreisen und wir noch weitere Eröffnungen. Nach dem wohl populärsten Eröffnungszug, Bauer nach E4, kennenlernen. Und der Inhalt der heutigen Folge ist die französische Verteidigung, benannt selbstverständlich nach dem Fernschachmatch zwischen, ganz genau weiß ich nicht, irgendwelchen Londonern und irgendwelchen Franzosen. Wir sagen einfach dem Chess-Café London gegen das Café de la Régence in Paris zwischen 1834 und 1836. Ich war damals noch ein junger Mann und ich habe dieses Match mit großem Interesse verfolgt. Bauer nach E4 und die französische Seite antwortete mit dem Zug Bauer nach E6 statt des üblicheren Bauer nach E5. Bauer nach E6, was ist die Idee, Chat? Warum Bauer nach E6? Vorteile, Nachteile? Was soll das? D5 vorbereiten, sehr gut. Läufer einsperren, ja, ist nicht die Idee, aber könnte eine Nebenwirkung sein. Bauer kann nicht angegriffen werden, das ist korrekt, aber dann könnten wir auch gar nichts machen. Aber das wäre nicht legal. Also die Idee ist tatsächlich, wir wollen einen Bauern hier in die Mitte stellen. Wenn wir das sofort täten, auch das ist eine Schacheröffnung, die sogenannte skandinavische Öffnung, aber dann würde hier geschlagen werden und Schwarz müsste entweder früh mit seiner Dame raus. Was Nachteile hätte, die Dame könnte zum Beispiel angegriffen werden. Oder er müsste mühsam versuchen, den Bauern zurückzukriegen mit Springer nach F6, wonach nicht ganz klar ist, wie es weitergeht. Schwarz hätte aber gerne einen Bauern hier in der Mitte und würde gerne, wenn dieser geschlagen wird, mit seinem eigenen Bauern zurückschlagen. Und daher spielt er Bauer nach E6, um dann eigentlich erst im zweiten Zug seine Präsenz in der Mitte anzumelden. Shuramasha, vielen Dank für den Prime Sub. Ein Verwandter, den wir uns morgen anschauen, der französischen Verteidigung, ist die sogenannte Caro-Kann-Verteidigung, wo dieser Bauer einen Schritt vorgeht. Ebenfalls mit der Idee, hier in der Mitte diese Präsenz herzustellen und dann mit dem Bauern zu schlagen. Beide diese Züge haben den Nachteil, dass sie nicht direkt ums Zentrum kämpfen. Bei Bauer nach E5 kontrolliert der Bauer dieses Feld, stoppt diesen Bauern vom Vormarschieren. Bauer nach C5 sizilianisch, was wir später uns einmal angucken werden, verhindert ebenfalls, dass Weiß gleich das Zentrum besetzt. Bauer nach E6, aber auch Bauer nach C6 tun das nicht. Sie bereiten zwar vor, sich im Zentrum zu wehren, aber Weiß hat jetzt die Chance, sich in der Mitte breit zu machen. Und wie sollte er das tun? Bauer nach E5 nicht. Nee, wir wollen nicht den Bauern zweimal ziehen. Und ihn hier gleich abtauschen gegen gegnerischen Bauern. Das machen wir nicht. Aber Bauer nach D4 ist natürlich richtig und der logischste Zug. Wir besetzen beide Zentrumsfelder auf unserer Seite mit unseren Bauern und nehmen so viel Platz wie
Möglich. Das ist der Zug, der, ich denke, in 95% der Fälle hier gespielt wird. Es gibt manche Leute, die Vorlieben haben für bestimmte Systeme, die ein bisschen ruhiger sind. Wie zum Beispiel hier Bauer nach D3 wird manchmal gespielt. Bauer nach D5, dann Springer nach D2. Der sogenannte königsindische Angriff, der aber zu Recht nicht annähernd so populär ist, wie die Mitte zu besetzen mit Bauer nach D4. Die anderen Alternativen, Bauer nach C4 ist nicht besonders toll. Springer nach C3 kann man machen. Dann käme Bauer nach D5 und wieder wäre der beste Zug wahrscheinlich. Bauer nach D4 könnte also per Zugumschlag zu einer normalen Variante führen. Für unsere Zwecke merken wir uns, wenn wir Bauer nach E4 gespielt haben und ehrlich gesagt auch Bauer nach D4 im ersten Zug. Und Schwarz verhindert nicht, dass wir die Mitte dann besetzen können, indem er entweder diesen Bauern angreift oder dieses Feld kontrolliert. Dann nehmen wir das angebotene Terrain hier gerne ein und besetzen das Zentrum. Schwarz spielt, wie angekündigt, Bauer nach D5, versucht hier jetzt in der Mitte gegenzuhalten, mithilfe dieses Bauerns, der von seinem Kollegen nun unterstützt wird. Gibt hier manche Leute, die andere Züge machen, ich weiß gar nicht, ob das unter Französisch fungiert, so Bauer nach B6 und so, aber für unsere Zwecke nicht weiter relevant, dann steht weiß einfach besser, Springer F3, Läufer B7, Läufer D3, mit klarem Vorteil, wegen Zentrumskontrolle. Schwarz spielt Bauer nach D5. Sichert sich damit seinen Claim in der Mitte. Und Weiß muss sich überlegen, wie er reagiert. Gibt hier ein paar Fragen, so geht auch Bauer nach C5. Bauer nach C5 ist nicht so schlimm, aber ist technisch würde ich das nicht zu Französisch zählen. Jetzt hat Weiß die Wahl. Der beste Zug wäre Bauer nach D5, die Mitte weiter zu besetzen, das ist eine Stellung, die typischer entsteht nach D4, C5, D5, E6, E4. Ich weiß nicht, als was das fungieren würde. Irgendeine Art modernes, nee, nicht modernes Benoni, irgendeine Art Benoni, würde ich das nennen. Und alternativ nach C5 könnte Weiß auch Springer nach F3 spielen. Dann wären wir in der Stellung, die typischerweise aus dem Sizilianer entsteht. E4, C5, Springer nach F3, E6, Bauer nach D4. Also ich weiß nicht, was da die Eröffnungsbürokraten sagen, aber ich würde sagen, Französisch, womit wir uns heute beschäftigen, ist die Stellung nach D4, D5 oder wahrscheinlich auch nach D3, D5, aber wir können es auch eingrenzen auf D4, D5. Ich denke, das ist fair. Bauer nach C5, weil Chat davon angetan zu sein scheint, wie gesagt. Wird auf hohem Niveau sehr selten gespielt, weil Weiß nach D5 in dieser Variante schon relativ ernsten Vorteil hat und ist ja nichts, was ich unter Französisch verbuchen würde. So, Bauer nach D5. Schwarz besetzt die Mitte. Wie sollte Weiß reagieren? Es gibt hier vier absolut ernstzunehmende Züge, würde ich sagen. Manche Leute würden behaupten sogar fünf, manche Leute würden sagen nur drei. Morfler sagt, Schlagen und Vorstoßen kenne ich. Ja, wir reden jetzt ja vom Schach. Verratschung. Entschuldigung. Also. Ich lese. Ja, nehme ich zurück, Morfler. Sollte man auch nicht machen. Hier, die Gelegenheit gibt es häufig in der Schachlingo. Ich lese viele korrekte Antworten hier. Die Hauptzüge sind, diesen Bauern zu verteidigen mit dem Springer. Springer nach C3.
oder Sprenger nach D2 und die sogenannte Vorstoßvariante. Ich weiß, Chat. Vorstoßvariante. 69. Zug. Bauer nach E5. Erste Frage. Warum sollte man hier überhaupt an Springer nach D2 nachdenken, wenn der Springer doch nach C3 gehen kann, was ja logischer und aktiver aussieht? Beide Züge verteidigen diesen Bauern. Was denken sich die Leute dabei, wenn sie Springer nach D2 spielen? Okay, viele, viele gute Antworten, Chat. Also, das ist keine Wertung, nur Sprenger nach D2 sieht ja auf den ersten Blick komisch aus. Aber ihr sagt es schon richtig, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, nach Sprenger nach C3 kann dieser Springer gefesselt werden von dem Läufer, Läufer nach B4. Wie heißt diese Eröffnung? Chat. Ihr kennt euer Eröffnungsnamen. Vinava. So nämlich. Die sogenannte Vinava-Variante oder Vinava? Benannt nach dem großen Shimon Vinava. Also, der Springer könnte gefesselt werden mit Läufer nach B4. Was nach Springer nach D2 nicht viel Sinn macht, weil jetzt der Bauer dazwischen gehen würde. Also hier taugt Läufer nach B4 nichts. Der andere Grund ist, dass der Springer auf C3 für so typische französische Stellungen manchmal ein bisschen im Weg stehen kann. Nehmen wir zum Beispiel an, Schwarz spielt Springer nach F6, nicht Läufer nach B4. Was würde Weiß machen? Also auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten, aber was ist der typische Zug? Keine Ahnung. Was würde sein? Langer Tag, Chat. Bauer nach E5, sehr gut, das ist der typische französische Zug. Vertreibt diesen Springer. Der Springer geht nach D7. Und jetzt vergleichen wir wieder Springer auf C3 oder Springer auf D2. Was ist hier der Vorteil, den Springer auf D2 zu haben? Jetzt können wir C5 mit C3 beantworten. Genau. Also zum Beispiel so, so, so. Und damit die Mitte unsere Bauernkette intakt halten. Was mit dem Springer auf C3 schwerer ist. Nicht unmöglich, aber schwerer, weil dieser Springer jetzt da steht und deshalb den Weg für den Bauern versperrt. Tatsächlich ist in dieser Stellung eine Variante, die nicht mal schlecht ist, jetzt Bauer nach C3 vorzubereiten. Wie könnte man. Wobei, das ist eine wirre Frage. Um zu zeigen, wie wichtig das ist, ist dieser Zug, der ja sehr, sehr komisch aussieht, tatsächlich ein ernstzunehmender Zug in dieser Stellung, um auf Bau nach C5, Bau nach C3 spielen zu können. Und das zeigt auch schon so ein bisschen die typischen Dynamiken in den meisten französischen Stellungen. Nach dem dritten Zug ebenso, nach dem dritten Zug E5 ebenso, hat man sehr häufig diese verkeilte Situation mit halt subtilen Unterschieden, wo der Springer steht, wo der schwarze Springer steht, dies, das, jenes. Und was sind die typischen Pläne für beide Seiten? Was würdet ihr sagen? Oder Vor- und Nachteile?
ist eine sehr breit gestellte Frage, ne? Da gebe ich zu. Ich mache mich gleich noch ein bisschen größer. Ja, eher außer Weisheit mehr Raum, aber die Bauernkette ist statisch und angreifbar. Ja, gehe ich mit. Weiß hat keine so naheliegenden Bauerndurchbrüche mehr. Der nächste, an dem man arbeiten könnte, wäre Bauer nach F5, was aber natürlich viel Zeit und Vorbereitung erfordern wird. Bauer nach C4 will Weiß normalerweise nicht spielen, schwächt mehr, als es hilft. Während Schwarz ein relativ klares Ziel hat, nämlich diese Bauernkette zu sprengen. Chat, habt ihr gelernt, wo man eine Bauernkette idealerweise angreift? Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber greift man besser hier vorne an oder am Ende der Kette? Also die Spitze oder die Basis? An der Basis. Beim schwächsten Glied, ja, das schwächste Glied kann ja überall sein. Ne? Das ist diese Regel auch wie üblich nur eine Faustregel. Grundsätzlich ist die Logik, glaube ich, dass man versucht, an der Basis anzugreifen, weil da kein anderer Bauer mehr helfen kann. Ist aber hier relativ schwer. Die Basis wäre hier. Und das dauert eine Weile. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht realistisch. Wie gesagt, hier. Bis zur Basis zu kommen. Diese Züge sind nicht besonders gut. Könnte so auch in meinem System sein. Aber grundsätzlich will man die Kette eher weiter hinten angreifen. In der Praxis heißt es allerdings meistens, dass Schwarz erstmal versucht, den Bauern auf D4 zu attackieren. Und wenn Weiß es schafft, den zu stabilisieren, dass Schwarz dann später überlegt, ob er hier auch an der Spitze der Kette angreift und F6 spielt. Also Schwarz hat Raumnachteil. Schwarz hat aber typischerweise diese beiden Hebel, die für Gegenspiel sorgen. Bauer nach C5, um hier auf den Druck zu machen. Und Bauer nach F6. Wie gesagt, nie früh den F-Bauern ziehen. Wir erinnern uns. Um hier auf E5 potenziell Druck zu machen. Und in der idealen Welt schafft Schwarz es manchmal, dass dieses mächtige weiße Zentrum ganz verschwindet und Schwarz dann tatsächlich eines fernen Tages die Kontrolle über die Mitte übernehmen kann. Aber es ist ein weiter Weg. F6 ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Weiterer Punkt, für den Französisch berühmt-berüchtigt ist der sogenannte schlechte Läufer auf C8. Ist deshalb der schlechte Läufer, weil er von den eigenen Bauern ein bisschen eingesperrt ist. Deshalb nicht so einfach am Geschehen teilnehmen kann. Kann auch nicht viel dafür tun, gegen diese Bauernkette anzukämpfen. Also, dieser Läufer ist ein Sorgenkind und manchmal versucht Schwarz, den abzutauschen und Weiß versucht sich dagegen zu stemmen. Auch da gibt es verschiedene Varianten davon, wie das vonstatten geht, aber das Manöver, dessen Schwarz sich typischerweise bedient, ist Bauer nach B6 und Läufer nach A6. Nicht unbedingt in dieser Stellung, aber das hier wäre ein typischer Weg zu versuchen, diesem nicht besonders beeindruckenden Läufer eine, ja, gegen den mächtigen weißen Läufer zu tauschen. Steve Stream Sunday sagt, can you speak up? Ich kann upspeaken, Steve, aber ich werde weiter Deutsch reden. Dann hast du ja nicht viel davon, ne? Aber trotzdem, schön, dass du dabei bist. So, ihr seht vielleicht auch schon, wir betrachten hier ja diese geschlossenen Stellungen, dass Französisch halt vom Spielstil sehr, sehr anders ist als so die typischen Stellungen, die wir uns nach
E4, E5 angeguckt haben, weil in der Mehrzahl der Fälle es eben dieses verrammelte Zentrum gibt. Und kein so direkter Feindkontakt stattfindet. Das heißt, das Spiel ist weniger Zug für Zug und mehr strategisch, schematisch. Also hier zum Beispiel, ich mache ein paar Züge. So, so. Bau nach C4, ein bisschen komischer Zug. Reaktion auf A3. Hier findet häufig lange Zeit gar kein. Erst mal A5. Lange Zeit gar kein wirklicher Feindkontakt statt, sondern beide Seiten manövrieren in ihren Lagern. Also Schwarz muss nicht so spielen, aber das ist eine Situation, die man als E4, E5 Spieler eigentlich so gut wie nie hat, dass halt so hinter geschlossenen Linien ewig hin und her gezogen wird. Und das ist erstmal die Frage, die man sich stellen sollte, wenn man überlegt, ob man Französisch spielen möchte. Und dann vielleicht aber auch, welche Variante man gegen Französisch spielen möchte. Ob einem grundsätzlich vom Style her so geschlossenere Stellungen liegen und auch so ein bisschen dieses schematischere Denken, nicht so wie ich meistens, Zug für Zug zu denken, so ich gehe dahin, er geht dahin, sondern eher so in langfristigen Plänen zu denken, so keine Ahnung, ich versuche die Mitte zu unterminieren. Wie ihr seht, es fällt mir schwer, schon hier was Konkretes zu formulieren. Aber das ist, glaube ich, die Frage, die man sich erstmal stellen muss. Also man kann danach. Können wir darüber diskutieren, ist Französisch objektiv so gut wie E5 oder C5? Meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, das ist relativ sekundär bei der Entscheidung, ob man spielen will. Also Französisch ist eine logische Öffnung, Schwarz kämpft ums Zentrum und es entsteht halt häufig. Häufig, es gibt Ausnahmen, zu denen wir auch noch kommen werden. Dann diese typische geschlossene Figur, geschlossene Struktur. Also entweder sofort nach Bau nach E5 oder nach Springer nach C3, sagen wir Springer F6, Bau nach E5, Springer nach D7. Und auch hier haben wir wieder ähnliche Elemente. Und man muss sich halt überlegen, ob einem das liegt. Also dieses erstmal hinter einer ziemlich festgefahrenen Struktur zu versuchen, um kleine Nuancen zu kämpfen. Mir liegt es nicht, deshalb war Französisch nie was für mich. Ich mag es, glaube ich, auch nicht, Raumnachteil zu haben, was, wie gesagt, nicht so entscheidend ist, aber so mit strategischen Problemen zu kämpfen, wie diesem Läufer auf C8, ist für mich schwierig. Aber gerade in Deutschland ist Französisch eine sehr, sehr populäre Öffnung auf Großmeisterniveau. Also fast alle deutschen Topspieler spielen oder haben mal Französisch gespielt in keiner besonderen Reihenfolge. Blühbaum, Swane, Georg Maier, Daniel Friedmann, Buhmann, alles große Französisch-Experten. Nisipeanu spielt auch viel Französisch. Also in Deutschland aus irgendwelchen Gründen eine sehr, sehr beliebte Eröffnung. Und ja, wer das mit Schwarz spielen möchte, ich bin kein sehr guter Fürsprecher, weil, wie gesagt, ich es nie gespielt habe und nie spielen werde. Ich habe meinem allerersten Trainer versprochen, dem zu früh verstorbenen Vincent Kolanoske, dass ich nie Französisch spielen werde. Und habe mich bisher dran gehalten. Der hat es mir beigebracht, wie man Französisch fertig macht nach E4, E6, D4, D5. Sein Lieblingszug war Springer nach D2. Und die Variante, die er gelehrt hat, war Springer nach F6, Bau nach E5, Springer nach D7, Läufer nach D3, Bau nach C5, Bau nach C3, Springer nach C6. Und jetzt Springer nach F3. Sieht sehr normal aus.
Der Hauptzug hier ist Springer nach E2, deinen anderen Springer hinzustellen. Aber Vincent wollte so spielen. Springer nach F3, Dame nach B6. Müsst ihr ja nicht unbedingt merken. Kurze Rochade, C schlägt D, C schlägt D. Springer schlägt, Dame schlägt. Springer nach F3, Dame nach B6, Dame nach A4. Jetzt die Dame rüberbringen und matt setzen. Das war sein Plan. Geht noch weiter hier. Ich weiß nicht, wie diese Stellung nach heutigem Stand der Dinge ist. Ich vermute, Dame A4 ist vielleicht nicht der beste Zug. Vielleicht spielen wir erst Bauer nach A3, um es vorzubereiten. Aber dieses Gambit, dieses Bauernopfer immer noch relevant, ist eine sehr gefährliche Stellung für Schwarz. Und in der Praxis lehnt Schwarz es, glaube ich, häufig ab und spielt hier nicht Dame nach B6, versucht den Bauern zu schlagen, sondern spielt hier irgendwas Wildes wie, keine Ahnung, Bauer nach G5 oder Läufer nach E7, gefolgt vom Bauer nach G5. Ich meine, sowas habe ich ein, zwei Mal gesehen. Mit viel Chaos. Die Variante selber ist nicht besonders relevant. Es waren nur meine Jugenderinnerungen. Und immer noch ein vernünftiger Plan für Weiß ist, Springer nach D2, die Fesselung vermeiden und auf Springer F6 dann E5 zu spielen. Das Problem an Springer nach D2 ist, dass wenn Schwarz jetzt nicht beharrt auf seiner französischen Struktur, dass es dann nicht so leicht ist, hier Vorteil zu kriegen. Was sind schwarze Alternativen in dieser Stellung? Bauer nach C5, genau. Das ist objektiv, also so im. Ich klicke auf Computer rum. Schwerer zu cracken. Chat erwähnt auch D schlägt E4. D schlägt E4 funktioniert naheliegenderweise nach sowohl Springer nach C3 als auch Springer nach D2. Das ist die sogenannte Rubinstein-Variante, die zu sehr, sehr anderem Spiel führt. Nach Springer schlägt E4 haben wir jetzt nicht die typische französische Struktur, sondern ja, so eine halboffene Struktur. Und das Spiel läuft hier sehr anders ab. Eine Variante, die ich als Kind beigebracht gekriegt habe, wenn man keine Lust hat, Eröffnungstheorie zu lernen, aber trotzdem nicht so schnell schlecht stehen will mit Schwarz, ist hier, wir spielen gegen alles Französisch. Wir schlagen immer hier, der Springer schlägt zurück. Und jetzt spielen wir den Zug Läufer nach D7. Unser Plan ist, den Läufer hier hinzustellen, dann den Springer hier hinzustellen, dann den Springer hier hinzustellen, bei Bedarf den Läufer zu tauschen gegen einen der Springer auf dieser Diagonale, dann auch nach C6 zu stellen und abzuwarten. Und es ist kein so schlechter Plan, wenn Weiß hiergegen nicht sofort Stress macht. Kann Schwarz damit eine halbwegs akzeptable Stellung kriegen? Ich klinge nicht so enthusiastisch, ich weiß. Aber es gibt Schlimmeres für einen Plan, den man immer gegen alles machen kann. Häufig kommen solche Stellungen bei raus. Weiß ein bisschen besser steht. Aber das Leben weitergeht. Wie gesagt, kein Plan, den ich empfehle. Objektiv nicht besonders gut. Ich glaube, hier kann Weiß auch schon anfangen, auf gemeine Tricks zu spielen mit Springer G5 vielleicht. Aber es ist ein sehr simples Konzept, Chat. Wenn ihr keine Schacheröffnung lernen wollt, aber trotzdem nicht gleich einen Bauern weniger haben wollt, zum Beispiel, könnt ihr hier schlagen. Dann den Läufer raus. Läufer geht hier hin. Springer geht hier hin. Der andere Springer kommt raus. Bei Bedarf haut der Läufer an dieser Springer weg. Der andere Läufer geht nach E7. Schwarz spielt C6, kurze Rochade. Damit könnt ihr ja, jahrelang Bullet spielen, ohne jemals auf Verlust zu stehen, auswerfen. Chat. Das ist sehr leguanisch. Der Hauptzug in dieser Stellung ist Springer nach D7. Um den Springer hier hinzustellen und mit dem Springer zurückschlagen zu können, wonach es wahnsinnig viel Theorie gibt. Georg Meyer hat hier bestimmt hunderte Partien auf der schwarzen Seite gespielt.
Was willst du schon wieder? Naja, ich weiß, ich habe morgen Termine. Ist kein Grund, mich um 23:30 Uhr hier zu nerven, Uralter. Ich weiß selber, dass ich es sehr schwer habe. So, das nur kleiner Exkurs zum Zug D schlägt E4, der Rubinstein-Franzose. Wenn man ihn spielen möchte, muss man nur zusätzlich natürlich auf drittens E5 vorbereitet sein, wonach Schwarz nicht die Möglichkeit hat, hier zu schlagen. Also, das ist sozusagen die Reinform dieser französischen Bauernformation und Puristen, die sagen, hier, ich will sofort den Raumvorteil spielen, gerne in Zug drittens E5. Wo ich mir auch vorstellen könnte, dass eines Tages, wenn Schach gelöst sein sollte, dass dann rauskommt, das Bauer nach E5, war wahrscheinlich auch Remi, ne? Oder ist das der beste Zug? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wirkt logisch auf mich, sich gleich den Platz zu schnappen und nicht D schlägt E4 zuzulassen. Was ich am erzählen war, war, dass nach Springer nach D2 auch Bauer nach C5 4 eine gute Option ist. Ja, das ist ein bisschen off-topic für unsere französischen Zwecke. Aero, sehr spezifische Fragen. Mervin fragt, ist Springer C3, D5, Springer F3 ein legitimer Weg, nicht die Standardstellung zu kriegen mit Weiß? Das ist sehr spezifisch. Es hat einen Vorteil, aber auch Nachteile. Also der Vorteil, na gut, ich kann es kurz darauf eingehen, ist, dass die Variante mit Läufer nach B4 jetzt nicht so gut sind. Hier kann Weiß, ich weiß nicht, vermutlich ganz gut E5 spielen und dann könnte er hier mit dem Bauern zurückschlagen. Mit Vorteil. Der Nachteil ist nach Springer F6, ist der beste Zug für Weiß, Bauer nach E5, jetzt Springer nach D7. Jetzt haben wir uns schon auf Springer F3 festgelegt, wenn man meistens F4 spielen möchte. Hier nach D4, C5. Beste Zug ist Springer nach E2. Hat Weiß, soweit ich weiß, objektiv keinen Vorteil. Aber das kann man spielen gegen Leute, die Die Hard Vinava-Spieler sind. Die also eigentlich immer diese Variante spielen wollen. Und Varianten mit Springer F6 und Springer nach D7 nicht mögen. Die könnten eventuell verwehrt sein. Von Springer nach C3, D5, Springer F3. Aber es ist sehr spezifisch. Es hat mehr Nachteile als Vorteile. So, Chat. Gehen wir kurz noch durch, was ihr so auch aus weißer Sicht vielleicht wissen solltet. Wie gesagt, weiß hat drei Hauptoptionen. Der beliebteste Zug auf Top-Niveau ist immer noch Springer nach C3. Trotz allem, was ich erzählt habe, hier mit Fesselung und puristisch Bauer nach E5 spielen. Springer nach C3, Springer zieht Richtung Mitte, kontrolliert Felder. Ich glaube, immer noch der angesagteste Zug. Da haben wir es eben schon kurz besprochen. Gibt es die sogenannte Vinava-Variante? Läufer nach B4. Dieser Springer wird sofort gefesselt. Und der beste Zug für Weiß ist Bauer nach E5. Hier gibt es Alternativen. Springer E2, Läufer D2, whatever, aber sind alle nicht so ernst zu nehmen. E schlägt D5. Bauer nach E5. Schwarz spielt gemeinhin Bauer nach C5. Weiß greift jetzt diesen Läufer an und versucht ihn zum Abtausch zu bewegen. Und der Hauptzug ist Läufer schlägt C3, B schlägt C3. Und wir haben eine etwas andere Version dieser typischen französischen Struktur. Dem Schwarzen fehlt dieser Läufer hier hinten drin und Weiß hat einen Doppelbauern auf der C-Linie. Das ist eine der schärfsten Varianten. In diesem französischen Komplex wird manchmal auch auf hohem Niveau mit Schwarz gespielt, um auf Gewinn zu spielen, weil es halt echt sehr, sehr chaotische Stellungen sein können. Strategisch ist es trotzdem sehr riskant. Schwarz fehlt sein guter Läufer. Weiß hat schon das Läuferpaar. Die weißen Figuren zielen Richtung König.
Es ist eine sehr gefährliche Steuerung für Schwarz. Aber wenn man hier sich spezialisiert, kann es auch für Weiß natürlich trickreich werden, strategisch. Objektiv weiß ich nicht, wie der letzte Stand der Dinge ist. Ach ja, immer dieselben Fragen vom Chat. Aber ja, gehen wir drauf ein. Ich weiß ja, wie der Schachwissensstand da draußen ist. Also objektiv weiß ich nicht genau, wie hier Stand der Dinge ist. Springer E7, Dame nach G4 sind die ganz harten Sachen. Greift gleich diesen Bauern an. Und es kann hier sehr, sehr chaotisch werden. Würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Nur, dass ihr hier einen kleinen Einblick kriegt. So kann es gehen, Französisch. Chaos. Springer E2, weil der Bauer verteidigt werden muss. Weiß natürlich nicht gezwungen, das zu machen. Chat, ich weiß. Es gibt viele Fischer-Fans unter euch, die immer gerne nach zweitens D3 fragen. Weil halt auch die schlechten Eröffnungen, die Fischer gespielt hat, von Fischer gespielt wurden. Fischer hat auch viel Bauer nach A4 gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Auch sehr logisch, um den Läufer hier bei Bedarf rauszubringen. Heutzutage ist es auch sehr modern, in allen möglichen Stellungen auch dieser Bauer nach H4 zu spielen. Einfach auf doof, den Bauern erstmal zu pushen und damit Raum zu gewinnen. Also ich weiß nicht genau, was ich euch sagen will. Diese Stellungen sind wahnsinnig kompliziert, strategisch wahnsinnig riskant für Schwarz, objektiv wahrscheinlich gefährlich, meiner Meinung nach, für Schwarz, aber erfordern auch von Weiß Spezialwissen in relativ untypischen Stellungen. Also um auf Gewinn zu spielen, könnte man Schlimmeres haben als diese Vinava-Stellung. Und wer mit Weiß keine Lust drauf hat, auf diese recht komplexen Situationen, spielt häufig nicht Springer nach C3. Oder spielt hier irgendeinen Cheese, so Springer nach E2. Wie gesagt, aber die sind alle nicht so gefährlich. Die andere Variante nach Springer nach C3 ist Springer nach F6. Hatte ich ja schon kurz erwähnt. Greife wieder diesen Bauern an. Bauer nach E5 ist kritisch. Springer nach D7. Und hier, wir haben schon kurz drüber gesprochen, dass dieser Springer wegziehen könnte, um C3 zu spielen. Dass der Hauptzug hier aber ist, Bauer nach F4 zu spielen. Stützt den Kollegen. Weiß sagt sich, okay, ich werde es nicht schaffen, hier einen Bauern auf D4 zu behalten. Aber ich versuche dieses Feld mit meinen Figuren zu kontrollieren. Spiel Springer nach F3, Läufer nach E3 und dann gucken wir, was passiert. Hier gibt's. Ich glaube, Blühbaum ist hier der große Experte, oder? Blühbaum hat hier bestimmt ungefähr 700 Partien gespielt. 700 ist übertrieben. 17. Mit allen möglichen Plänen, die Schwarz hier spielen kann. Bau nach A6, gefolgt von B5, Läufer nach E7, Bau nach B6. Dame nach B6. Also das hier ist eine riesige Theoriestellung, wo sich die Gelehrten streiten. Weiß hat leichten Vorteil, aber Schwarz hat viele Pläne zur Verfügung. Das sind so die typischen Sachen nach Springer nach C3. Wie gesagt, wenn Schwarz eine typische französische Stellung spielt und nicht D schlägt E4, die Rubinstein-Variante. Springer nach D2 haben wir schon kurz besprochen. Hat halt den Vorteil, dass es diese Fesselung unterbricht und Bauer nach C3 zulässt. Den Nachteil, dass Bauer nach C5 relativ schwer zu knacken ist. Zum Beispiel E schlägt D5. Dame schlägt D5. Bringt die Dame früh raus. Soll man normalerweise nicht machen, aber der Springer hat sich schon auf das Feld D2 festgelegt, kann daher nicht mehr die Dame nerven von C3 aus. So dass das hier eine Variante ist, die, soweit ich weiß, einen ganz guten Ruf hat aus schwarzer Sicht. Ich zeige euch nur kurz, wie das Spiel weitergeht hier. Das muss man sich alles nicht unbedingt Zug für Zug merken, nur um ein Gefühl zu kriegen. Springer F3, C schlägt D. Jetzt hat Schwarz kurzfristig den Bauern mehr.
Weiß gewinnt dafür viel Zeit, Läufer nach C4 und will diese Zeit nutzen, um sich diesen Pawn zurückzuholen. Dame geht irgendwo hin, sagen wir hier hin. Figuren werden rausgezogen, Weiß nimmt sich diesen Pawn zurück. Und wir kriegen so eine Art Stellung, die ja relativ untypisch ist für Französisch, aber soweit ich weiß, ganz gut spielbar für Schwarz. Auf einer E7, Pawn nach A6. Chat, was habt ihr für Sorgen? Bloodwing, ja, das ist die 8. Folge unserer kleinen Schachschule. Deshalb steht da Teil 8, Französisch. Oder 8, oder was auch immer. Kann man generell sagen, dass F4 gegen Französisch eine Idee ist, wenn man mit dem E-Bauern vorgestoßen ist? Oder gibt es da auch Situationen, in denen es keine gute Idee ist? Uff, zu breit gefasst, die Frage. Gibt bestimmt auch Situationen, wo es keine gute Idee ist. Aber wenn Weiß es schafft, das ganze Territorium zu stützen, dann hätte er natürlich gerne F4, Spanner F3, C3, Läufer nach D3. Auch um später diesen Hebel mit F5 zu haben. In dieser Stellung, gut, hier ist F4 auch eine Theoriezone, ist es, glaube ich, nicht der Hauptzug. In dieser Stellung spielt Weiß normalerweise ohne F4, weil Weiß sich sagt, hier versuche ich ja mit meinem Springer auf D2 die Mitte mit dem Bauern zu halten. Und dann ist vielleicht ein bisschen zu viel, gleichzeitig nur F4 zu spielen. Aber wenn Weiß es schafft, wenn Schwarz zum Beispiel ein bisschen zu langsam spielt, hier, keine Ahnung, auch nach B6. Dann hätte Weiß schon gerne so einen Aufbau. Ich mache jetzt keine guten Züge. Chat, kleine Schachaufgabe zwischendurch, um zu gucken, ob ihr noch wach seid. Nein, ich mache es schlechter. Weiß am Zug gewinnt. Läufer Schicht H7, sehr gut. Typisches Thema in all diesen Stellungen. Wenn man Läufer auf D3 hat und Bauern auf E5, immer auf Läufer Schicht H7 gucken. Deshalb habe ich extra Bauern nach H4 gespielt, aber es funktioniert auch, wenn der Läufer zum Beispiel nicht auf E7 ist. König Schicht H7, Springer nach G5. Ich vermute einfach, dass Weiß gewinnt, ehrlich gesagt. Ich habe die Stellung jetzt nicht überprüft. Aber die Idee von H4 ist, zack, dass jetzt der Turm mit Schach ins Spiel kommt. Und wir hämmert setzen. So. Also repertoiremäßig ist es eine schwere Entscheidung. Ich bin ja kein E4-Spieler. Ich wäre gefühlt so Springer D2-Typ, weil es ein bisschen risikoloser ist. Und weil ich ein bisschen Spannung in der Stellung halten will. Ich glaube, das wäre vom Style her mein Zug. Ich weiß aber objektiv auch nichts, was man hier, wie man auf C5 Vorteil kriegt. Aber ich vermute, das hier wäre so der Bereich, in dem ich mich rumtreiben würde. Nach Springer nach D2, wie gesagt, Springer nach F6, E5, Springer D7. Diese Varianten, wo Weiß versucht, den Bauern in der Mitte zu halten, sind, glaube ich, ganz vielversprechend, sowohl was ich vorhin gezeigt habe. Wir sind ein bisschen kreuz und quer heute. Sorry dafür. Ja, Französisch halt auch viel über Ideen und Unterschiede. Deshalb macht es, glaube ich, Sinn, ein bisschen zu springen. Tut mir leid, wenn ich euch sehr verwirre mit den verschiedenen Zugfolgen. Obwohl Chat, soweit ich sehen kann, eh nur die Fragen hat hier. Was ist mit zwei Springer wie Eric Rosen empfiehlt und was ist mit Abtausch Französisch? Das sind ja beides nicht die kritischen Varianten, aber wir kommen natürlich noch dazu, Chat. Abtausch Franzose. Müssen wir behandeln. Also hier ist der Hauptzug, Springer nach E2, um dann den anderen Springer hier zu stellen. Was ja auch eine absolut
logische Idee ist, weil dieser Springer auf D2 nicht so viel. Zu tun hat. Deshalb geht das Spiel ja häufig irgendwie so, weil er schlägt, schlägt. Jetzt hat Schwarz, okay, den Bauern kriege ich wahrscheinlich, weil nach Dame B6 wäre er mit Springer F3 verteidigt, aber deine Springer stehen ein bisschen komisch hier auf der zweiten Reihe rum. Also versuche ich hier vorne anfangen, Stress anzufangen mit Bauern F6. Weißt du, okay, muss ich durch. Und auf einmal haben wir eine ganz andere Situation, wo das weiße Bauernzentrum verschwunden ist. Aber Schwarz dafür kein F-Bauer mehr hat, diese Schwäche hat. Und ich denke, Weiß bequemer steht. Kann man auch drüber streiten. Aber mir gefällt diese Stellung besser für Weiß. So, das Springer D2, wie gesagt, wäre vom Spielstil her mein Lieblingszug. Hat objektiv den Nachteil, dass nach C5, glaube ich, schwer ist, Vorteil zu finden. Springer nach C3 ist der prinzipiellste Zug, der Zug der Maximalisten. Da muss man halt hier auf Vinava eingestellt sein. Wer im Chat wird noch erwähnt, dass ein Springer auch F6, Bauer nach E5 nicht sein muss, sondern dass hier auch Läufer G5 ein Zug ist, das stimmt. Läufer G5, prinzipieller Zug, bisschen unpraktisch, weil Schwarz dann hat drei Möglichkeiten, die alle spielbar sind. Läufer E7, D schlägt E4 und Läufer nach B4. Bauer nach H6 können wir auch noch mitzählen. Aber auch Läufer nach G5 gibt es. Kann aber auch wieder zu ganz typischen Französischstürmen führen. Zum Beispiel hier. Jetzt die Läufer tauschen. Oder H4 spielen, Chat. Das Ajechin Chattar Gambit. Ihr mögt doch Gambits. Zu E5 habe ich noch nicht so viel gesagt, außer dass es ja der prinzipiellste Zug ist, besteht auf dieser Bauernkette. Schwarz sollte mit C5 kontern. Weiß spielt heutzutage hier fast immer C3. Es gibt die alten Überlegungen von Nimzowitsch, die auch lobenswert waren, so dieses Feld mit einer Figur zu besetzen. Hier ist nur die falsche Situation dafür. Hier sollte Weiß C3 spielen. Schwarz zieht das Pferd raus. Weiß zieht das Pferd raus. Und jetzt hat Schwarz diverse Pläne, seine Figuren zu entwickeln. Aber alle führen dazu, dass er hinter geschlossenen Reihen mit weniger Raum manövrieren muss. Also das hier, ja, ist ein sehr prinzipieller Ansatz. Nicht so leicht zu spielen, deshalb glaube ich nicht so populär, aber objektiv, glaube ich, einer der ganz kritischen Tests von Französisch. So, Chat, Alter, kommen wir zu eurem Quatsch. Springer C3, Springer F3 habe ich eben schon kurz besprochen. Hat den Vorteil, verhindert Vinava-Varianten. Nach Springer F6, E5, Springer D7, D4, C5 ist es schwer, irgendwas nachzuweisen. Der beste Zug hier ist Springer nach E2. Und man hat sich schon auf Springer F3 committed. Trotzdem sind diese Varianten nicht so schlecht. Nach zum Beispiel Springer nach C6, jetzt Bauer nach C3. Läufer nach E7, Bauer nach A3. Das sind spielbare Stellungen mit Weiß, wo wir auch wieder relativ typische französische Themen haben, uns halt schon auf ein sehr spezielles Setup festgelegt haben. Aber es ist eine spielbare Variante. Nicht ganz so kritisch wie Springer nach C3 oder drittens E5. Aber wie gesagt, spielbar ist es. Es wird gefragt, ob Bauer nach F3 hier funktioniert. Ne, Bauer nach F3 funktioniert hier nicht. In Karo kann, wenn Bauer auf C6 steht, funktioniert es. Aber in dieser Version ist es fürchterlich aus mehreren Gründen. Zum einen könnte Schwarz gleich das Zentrum angreifen mit C5 mit klarem Vorteil. Aber Schwarz könnte auch hier schlagen. Und weil die Dame schon freien Blick hat, kann Weiß hier nicht zurückschlagen. Ein Thema, was wir aus E4, E5 Eröffnung noch kennen. Dame H4 Schach. Und es gibt Ärger. Deshalb, Bauer nach F3 funktioniert nicht gegen Französisch. Wieder die alte Faustregel, im Zweifelsfall nicht den F-Bauern ziehen. Dann gibt es natürlich noch den Zug E schlägt D5. Das sogenannte Abtausch-Französisch. Abtausch-Französisch kann man aus zwei Perspektiven betrachten, oder wird es meistens. Zum einen aus
Schwarzspielersicht, um zu sagen, nee, ich spiele nie Französisch, weil die schlagen immer alle auf D5 auf meinem Niveau und dann ist die Störung ja total Remis. Dieser Argumentation folge ich nicht, an dieser Argumentation glaube ich nicht wirklich. Hier sind immer noch genug Figuren und genug Spannung, dass man hier mit Schwarz auf meinem Niveau, was auch immer mein Niveau ist, also das ist immer das Zitat, auf meinem Niveau, schlagen die alle und dann ist der Ausgleich, wunderbar auf Gewinn spielen kann. Man kann es aber auch als ernsthafte Eröffnung behandeln, aus weißer Sicht, und sagen, warum weiß er dann Tempo mehr? So leicht ist diese Störung gar nicht. Auch die Argumentation, gehe ich mit, Abtausch Französisch, ist keine schlechte Eröffnung, wenn weiß versucht, es auf Vorteil zu spielen. Wenn weiß versucht, es auf Ausgleich zu spielen, dann kann das häufig nach hinten losgehen, wie meistens Strategien, die nur auf Figuren tauschen, versuchen, basieren, nicht so gut klappen. Aber Abtausch Französisch und jetzt einfach Figuren rausspringen nach F3, Läufer nach D3, kurz Rochade und dann mal gucken, ist eine halbwegs ernstzunehmende Eröffnung. Hier hat Schwarz nach Springer F3 mehrere Möglichkeiten. Der wahrscheinlich beste Zug und der logischste ist Springer F6. Wir kennen es. Springer geht raus, kurz Rochade vorbereiten, dies, das. Aber es gibt hier auch andere Versuche, die Stellung unausgeglichener zu halten. Zum Beispiel Springer nach C6 zu spielen, mit so Plänen wie dann den Läufer rauszuziehen, Dame nach D7 und lange Rochade. Einfach, wenn man es auf wildere Partien anlegt. Nach Springer F6, Läufer nach D3, Läufer nach D6 ist die Stellung in der Tat recht symmetrisch erstmal. Aber Weiß kann versuchen, hier ein bisschen Druck zu machen. Zum Beispiel mit diesem Zug. Ich glaube, Rustam hat ein, zweimal auch so gespielt. So, so. So, so. Sieht sehr, sehr symmetrisch aus, ich weiß. Aber Weiß hat immer noch das extra Tempo. Kann das nutzen, um hier ein bisschen Stress zu machen im Zentrum. Und auf einmal ist die Störung gar nicht mehr so langweilig und symmetrisch, sondern ein bisschen Pfeffer drin. Ich weiß nicht so genau, wie es weitergeht. Ich vermute so. Bau nach C6. Dame nach C2. Und auf einmal sieht es nicht mehr langweilig aus, sondern wir haben eine spannungsgeladene Stellung. C4, würde ich sagen, wird auf meinem Niveau aber nicht gespielt. Da spielen Leute immer ganz langweilig, so C3 oder so. Mag ja auch sein. Aber so eine Stellung hier, da würde ich immer noch die These vertreten, dass hier Schwarz auch faire Gewinnchancen hat, wenn er es denn drauf anlegt. Man könnte zum Beispiel die Struktur verändern mit Bau nach C5. Also ich glaube nicht, dass es so leicht ist, mit Weiß hier alles runterzutauschen in so einer Stellung. Es gibt nach Läufer G5 zum Beispiel auch ganz harte Maßnahmen wie Caruana hat er einmal so gespielt. So zu spielen, dann Springer nach E4. Also was ich sagen will, ist, die Steuerungen sind nicht so langweilig. Es ist hier noch mehr als genug Spannung drin, um einerseits es mit Weiß auf Vorteil zu spielen, aber auch um mit Schwarz Gegner zu bestrafen, die nur versuchen, alle Figuren abzutauschen. Das ist nämlich nicht so leicht hier. Objektiv sieht es nicht so kritisch aus wie andere Züge, ist ja auch irgendwie logisch. Wir erlauben Schwarz, sein größtes Problem zu lösen, nämlich diesen Läufer. Dass der freie Sicht kriegt und den Raumnachteil, den Schwarz ja hätte nach Bau nach E5 oder Springer nach C3, heben wir auch auf mit E-Schlicht D5, weil wir auf unseren Platz hier verzichten. Aber Weiß kann das auf Minimalbasis so spielen, in der Hoffnung dann halt mit seinem Extra-Tempo büschen was anfangen zu können. Chat schlägt noch Bau nach C4 vor. Es ging Französisch nicht so gut, Chat. Jetzt kommt Bau nach D5 und es ist schwer, hier irgendwas zu erreichen. E schlägt D, E schlägt D, D4. Das wäre ja eine Art Sonderform von Abtausch Franzosen. Können wir genauso gut erreichen über D4, D5 schlagen. Und jetzt C4. Das funktioniert nicht so gut. Das kann man gegen Caro Kann spielen. Das gucken wir uns vielleicht morgen an. Aber hier nimmt Weiß einfach früh strategisches Risiko, diesem schwachen Bauern auf D4, ohne dafür besonders viel Druck zu kriegen. Die schwarzen Figuren können sich hier sehr, sehr leicht entwickeln. Läufer nach B4, kurz Rochade, Springer nach C6, Läufer irgendwie raus. Davon würde ich
Davor kann ich nur warnen. Dann wird an dieser Stelle eigentlich immer gefragt, hier Fischer, Fischer, Bobby Fischer, kennst du? Hat er in den 70ern, ja, ein, zwei Mal, nee, nicht in den 70ern, in den 50ern, 60ern, ein, zwei Mal Baunacht D3 gespielt und dann den königsindischen Angriff. Was hältst du davon? Nicht so viel, ist nicht besonders gut. Baunacht D4 ist besser, nimmt Baum. Aber es ist natürlich ein spielbarer Plan. Ich glaube nicht, dass Weiß hier schlechter steht. Wobei Engine sagt, Weiß steht schon ein bisschen schlechter. Kann man darüber streiten. Weiß möchte dann Springer F3 spielen, G3, Läufer G2 und kurze Rochade. Wie im Königsinner. Schwarz hat diverse Pläne, die er dagegen machen kann. Ein ambitionierter Plan ist zu versuchen, gleich die Mitte zu setzen mit Springer C6 und E5. Selbst wenn es Zeit kostet. Schwarz sagt sich, hier, wenn du das Zentrum nicht haben willst, ich nehme es. Wenn du hier D3 spielen, D2 spielen willst. Das kann man machen. Und es gibt auch verschiedene Aufbauten basierend auf C5, die mir gefallen. Einer davon ist zum Beispiel Läufer nach D6, gefolgt von Springer E7. Das ist ein System, was ich gut finde. Weil meistens die Leute, die hier den Fischerplan kennen, was die wollen, ist diese Variante. Weil das haben sie gesehen in dem Fischerbuch. Auch diese Variante ist okay für Schwarz, aber das ist hier, was sie wollen. Sie wollen jetzt H4 spielen, Läufer nach F4. Sie haben in ihrem Buch auch noch gesehen, dass in dieser Stellung Bau nach A3 Ausrufezeichen kriegt, was verhindert, Schwarz A3 spielt. Und dann wollen sie so, so, so und da mal gucken. Objektiv alles. Okay für Schwarz, aber wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen ihren Spaß verderben. Deshalb, so kann man spielen. Aber ihr gebt ihnen mehr zu denken, wenn ihr zum Beispiel Läufer nach D6 und Springer nach E7 spielt. Oder Springer nach C6, gefolgt von E5. Fährt den Spieler Sava Fischer nicht besser als die Engines? Weiß ich nicht. Die Engines sind schon ziemlich gut. Sie haben Legend, sei, findest du Theorie versaut Schach? Nee, ich fand Theorie, diesen Forschungsaspekt, immer super spannend. Und man muss ja in jeder Partie dann trotzdem irgendwann selber spielen. Auf jeden Fall geht es mir so. Man beschäftigt sich ja nur mit Theorie, wenn man das denn möchte. Zwingt einem ja keiner zu. Um vielleicht mit einem kleinen Vorteil anzufangen. Oder mit Schwarz. Mit einer ausgeglichenen Stellung. Also, nee, ich finde es absolut nicht und auch auf Top-Niveau. Kann man ja, glaube ich, nicht sagen, dass Schach tot sei. Wir sehen immer noch genau entschiedene Partien. Auf so Weltmeisterschaftsniveau ist natürlich super schwer, einen Vorteil zu kriegen, wenn beide Seiten sich sehr lange vorbereitet haben. Und es kann sein, dass irgendwann Schach dahin gehen wird, wie es zum Beispiel im Computerschach ja schon ist. Das ist keine Ahnung. Eine Stellung vorgegeben wird. So zum Beispiel die Leute sagen: So, heute spielt ihr Französisch mit Springer D2 gegeneinander. Morgen wird Benoni gespielt. Tag danach Königsindisch, dann Damengambit und so weiter und so fort. Könnte sein, dass es dahin geht. Levon hat gerade vorgeschlagen hier, dass man es, Levon Aronjan, dass man es so macht. Schwarz gibt dem Weißen vier Möglichkeiten für Züge und Weiß muss einen davon nehmen. Also Schwarz würde sagen, hier, du kannst. Ne, andersrum. Wie hat es vorgeschlagen? Weiß schlägt vier Züge vor. Also Weiß sagt, ich kann E4 spielen, D4, C4 oder Springer F3. Und Schwarz sagt dann, alles klar, ich würde gerne, dass du E4 spielst. Und dann ist Schwarz dran und sagt, hier, als Antwortzug biete ich an, Bau nach E5, Bau nach E6, Bau nach C6 oder Bau nach D5. Wer schlau ist, würde der Springer nach F6 auch noch anbieten. Und Weiß sagt dann, okay, ich hätte gerne, dass du E6 spielst. Hier wird es jetzt ein bisschen tricky werden. Ich weiß nicht, ob Weiß hier vier gute Züge hat, aber dann müsste Weiß sagen: Okay, ich biete an, Bau nach D4, Springer nach C3, Springer nach F3 oder Bauer nach D3. Da wird es schon schwierig, weil natürlich will Schwarz sagen: Okay, du spielst bitte Bau nach D3 und dann, naja, you get the idea. Jetzt müsste Schwarz sagen: Hier, ich biete an D5, C5, Springer C6 oder Springer F6. Also, vielleicht werden wir da eines Tages hinkommen. Ich glaube, der Zeitpunkt ist noch nicht erreicht. Ich finde diese Ideen alle charmanter als Fischer Random Schach, weil ja ich einfach diese hingewürfelten Stellungen
nicht so mag. Ich finde, da geht viel verloren vom Schach. Aber da gibt es bestimmt auch andere Stimmen. Chat, es ist Mitternacht. Das war unsere Stunde zu Französisch. Auch ein weites Feld. Man kann es natürlich viel, viel deeper behandeln. Ich bin kein führender Experte, weil ich kein E4-Spieler bin und kein Französisch-Spieler. Aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gewonnen. Kurzversion, wer geschlossene Stellung mit manövrieren mag, dem sei Französisch ans Herz gelegt. Vor E-Schlicht D5 muss man keine Angst haben. Aus weißer Sicht kann man sich entscheiden zwischen prinzipiellsten Zug oder ambitioniertesten Zug, Springer C3, Bauer E5 sehr prinzipiell, Springer D2 etwas pragmatischer oder die Cheese-Geschichten mit Springer C3, Springer F3 oder auch was. D4, D5, E-Schlicht, D5. Also, es gibt viele Optionen gegen Französisch. Man muss es mögen mit Schwarz, man muss der Typ Mensch sein, der gerne hier die Figuren vor und zurück laviert in diesen hintergeschlossenen Linien. Ist nichts für mich, aber wenn man sich hier spezialisiert, dann kann auch Französisch eine absolut valide Öffnung sein. Wie gesagt, unter deutschen Großmeistern sehr, sehr beliebt. Morgen widmen wir uns der verwandten Eröffnung Caro-Kann. Wie Französisch, nur dass der Läufer rausguckt, dafür dieser Bauer nicht so schnell nach C5 kann. Alles Vor- und Nachteile. Das war unsere heutige Schachschule. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.